Aber ja, auch diesen leichten Strategieteil mit den Dörfern und so finde ich ganz nice. Ich muss mal noch nach da hinten zu dem Schießstand gehen und gucken, was es mit dem auf sich hat und was hier hinten hinter dem Schießstand ist. Ja, auf euer Kommando. So, ihr geht euch jetzt promoten lassen. Wird erledigt. So. Ja. Ihr seid halt alleine sehr schnell, weil ihr diese Laufstiefel habt. Ach, ist nur eine Rotte Wildschweinchen. In Ordnung. Vor denen kann man auch super wegrennen. Bereit. Auf zum Sieg. Was? Hat nur nicht viel Erfahrungspunkte gebracht. Bereit. So, ansonsten ist hier hinten nichts. Okay. Ah, doch, hier sind noch Wildschweine hinten. Ist nur die Frage, wie kommt man zu denen hin? Also ja, ein paar Wildschweine kriege ich auch mit meinen Schützen alleine tot, ohne dass die großartig viel machen können. Hat aber auch wieder 200 Erfahrungspunkte wenigstens gegeben. Also ehrlich, das sind eigentlich Kundschafter, also benutzen wir die auch mal zum Kundschaften. Für so abgelegene Orte. Aber nee, hier ist sonst nichts mehr. Also heißt es, in die Stadt der Toten gehen. Die sieht ja auch schon sehr einladend aus. Ich glaube, mit ein paar Friedhöfen und so. Ja, aber ich glaube, als nächstes können wir dann den Spion lernen, wenn wir wieder 10.000 Erfahrungspunkte haben erstmal. Ja, Sir. Und wenn wir dann unsere Führungskraft und also Führerschaft und unsere militärische Fähigkeit auf 10 jeweils haben, dann geht's mal wieder an Zauber. Weil das müssen wir auch noch bis 20 hochbringen irgendwann.
Und ja, bevor wir die Stadt der Toten betreten, würde ich sagen, Quicksave machen. Irgendwie ist es hier ruhig. Skelette, Zombies, kleine Skelette. Ja, Sir. Bereit. Und da habe ich schon wieder einen Paladin verloren. Hm. Oh, weil da auch noch Werwölfe dabei waren. Erstens das. Und zweitens sind das ja noch meine schwächeren Paladine. Also meine Profis jetzt mittlerweile. Vielen Dank. Ich hatte bereits mit meinem Leben abgeschlossen. Ich glaubte nicht, dass jemand tapfer genug sein würde, mir zu helfen. Ihr solltet momentan nachts keinen Spaziergang machen. Eure Eltern sind äußerst beunruhigt. Gehen wir, ich begleite euch nach Hause. Ja. Ja. Ja, der hat wenig Lebenspunkte und kann nicht wirklich was. Hat aber wenigstens 5 Rüstung. Begleitet den Sohn des Ältesten nach Hause. Ja. Ja. Sicherheitshalber noch ein Quicksave machen. Okay, einen Soldaten können wir leicht ersetzen, zum Glück. Vor allem, es ist ja noch kein Elite-Trupp, deswegen ist es billiger als bei einem Elite-Trupp. Und ich glaube, die Stadt hat jetzt ein Upgrade, oder? Nein, hat sie immer noch nicht. Weil die lieber Holz holen weiteres als... Oh, jetzt hat die Stadt ein Upgrade. Ja, jetzt könnten wir hier theoretisch schützen. Ich kann nicht mehr Krieger kontrollieren. Anheuern, wenn wir sie kontrollieren könnten. Ach ja, und stimmt ja, die 300 Holz kamen dadurch, dass ja der eine Trupp immer die ganze Zeit noch auf dem Weg war, Holz zu bringen. Was? Schon erledigt. Was? Schon erledigt. Wird erledigt. So. Was für eine Freude!
Der arme Junge ist zurückgekehrt. Wir richten ein Fest für die ganze Welt aus. Vielen Dank, teurer Herr. Sagt mir, was habt ihr über die Elfen und das, was ihr über die Elfen und das Monster wisst? Nun, kürzlich kam ein Magier hier vorbei, Schweiß überströmt. Die Elfen haben angegriffen, sagt er. Hütet euch vor dem Unheil aus den Wäldern. Und tatsächlich, seitdem hat sich ein Monster bei der Kreuzung niedergelassen. Wir haben es diesen Elfen zwar gezeigt, aber die Kreuzung ist blockiert, also können wir keinen Handel betreiben. Wir werden euch dankbar sein, so dankbar, vor allem wenn ihr das bösartige Monster vernichtet, das sich an der Kreuzung breit gemacht hat. Ja. Ja, Sir. Ich habe keine Ahnung, wer das Lager da unten platt gemacht hat. Wir waren es nicht. Ja, Karte. Alle Aufträge anzeigen. Versöhnt Elfen und Menschen wieder miteinander. Schon wieder dieser Magier. Wer ist er? Ich spüre, dass dieses Unternehmen hier unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordert. Das Monster an der Kreuzung, von dem alle erzählen, muss getötet werden. Was? Okay. Aber wir gehen erstmal da runter. Also hier in den Wald rein. An dem Monster vorbei, hoffentlich. Aber ja, das Monster haben wir ja schon mal besiegt gehabt. Also werden wir es nochmal besiegen. So, die Stadt hier hat jetzt einen Trupp Arbeiter mehr. Jawohl, Herr. Feuerblitz und Feuerball. Na, Feuerblitz und Feuerball. Flammende Fesseln. Ein paar interessante Sprüche gibt es schon bei der Feuerseite auch. Euer Feind ist mein Feind. Werwölfe nehmen gerade Reis aus. Kommen die mir hinterher? Oder wollen die irgendwas töten? Also ja, hier oben ist übrigens dann auch noch ein Pfad. Ach, das ist nur eine Monsterhöhle. Okay. Monsterhöhle ist aber schon mal gut. Bereit. Netterweise wird die Erfahrung wird noch übernommen. Erledigt. So, dann schnappen wir uns wird Gold. Erledigt. Und wir können den Spion lernen. Das können wir mal kurz... Ah ja. Armee und Bauern können wir jetzt in den Städten sehen. Was eigentlich auch schon wieder praktisch ist. Ich. So, hier ist die Kamera nicht gerade unser Freund wegen dem Berg.